Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Three Houses. Wir sind hier fast durch mit dem Kapitel. Nur noch die letzten paar Einheiten müssen besiegt werden. Aber das sollte kein Problem sein. Und ich möchte mal schauen, kann er was reißen? Ja, er ist gar nicht mal so schlecht. Aber ich möchte vor allem auch sie leveln hier. Deswegen schießt sie einfach mal. Okay, schöne Sache. Dieser trifft natürlich auch, aber das macht nichts. Oh, ich glaube... Nee, ich habe keinen Angriffsplatz weggenommen, ne? Nee, okay. Hubert, du kannst tatsächlich auch nochmal mit Marisma an... Achso, oder auch nicht. Du bist zu krass. Ein Schaden, ey, so voll schlecht. Aber egal. Hauptsache irgendwas. Also sie macht echt nicht so viel Schaden aktuell. Aber das passt schon. So, er tötet zwar nicht. Er hat echt ein niedriges Level. Also ihn mag ich irgendwie nicht so. Der ist relativ schwach, habe ich das Gefühl. Warte, er hatte Level 3 erst. Also er braucht auf jeden Fall noch ein Level up. Deswegen auf jeden Fall mal töten, Hubert. Und jetzt einmal noch nicht. Genau, also ja, muss man aufpassen. Ich wollte eigentlich auch noch ganz gerne, dass er ein neues Level up kriegt, muss ich sagen. So, was ist das jetzt für einer? Das ist dieser Dingens, Magie-Typ, ne? Oh, er wird gedoppelt. Er wird gedoppelt. Das ist cool. Das ist echt cool. Dann mache ich nämlich bei ihr einfach einen ganz normalen Angriff. Und dann tötet die gute Petra. Die kannst du nämlich auch noch ganz gut gebrauchen. Yo. Perfekt. Und dann hat sie auch bald Level 4. Also das ist schön. Einige gehen hier mit Level 4 raus. Nicht alle, aber viele. So, beide hat jetzt schon Level 6, glaube ich, ne? Aber er soll trotzdem Boss töten. Also ich will immer, dass die Dingens, die Helden quasi den Boss töten. Weil das ist irgendwie cool. Wenn so die Hauptleute dann immer den Boss killen. Weil manchmal gibt es dann auch so ganz coole Dialoge und so. Ist schon geil. So, aber der kann sich gar nicht bewegen, sehe ich gerade. Das heißt, ich kann ja voll zuballern hier, oder? Also von meinen Einheiten kann das jetzt hier nicht, die schon hier sind. Aber wenn ich meine Magie-Einheiten noch hole. Ich weiß, das ist jetzt eigentlich so voll schlecht, weil ich Züge verliere. Und es ist ja immer so... Gutes Gameplay sieht man oft daran, dass wenig Züge gebraucht werden. Aber ich will hier schöne Erfahrungspunkte haben. Deswegen... Sorry, aber ich will die alle oben haben. So. Ich weiß, dass ich jetzt endlos viele Züge dadurch verliere, aber das ist mir jetzt egal. So, kann ich jetzt schon wieder angreifen eigentlich? Nee, ne? Ich finde es cool, dass sie sich immer heilt. Das ist ganz nice. So, also er ist auf jeden Fall raus, er kann eh nichts reißen. Aber zum Beispiel Hubert oder so. So, im nächsten Zug ist es dann endlich so weit, dass wir angreifen können. So, wir können jetzt hier tatsächlich angreifen und er kann sich nicht wehren. Das ist ja krass. Ja, aber kann er sich jetzt nicht quasi im Feld neben uns stellen und dann greift er trotzdem an? Warte mal. Also ich will auf jeden Fall einmal mit Morast angreifen. Morast, ja, ganz cool. Ah, wenn diese Pflegestadt der Ritter schickt. Warte. Wenn sie diese Pflegestadt der Ritter schickt, unterschätzen sie mich. Ein großer Fehler. Echt jetzt? Das werden wir sehen, ob das ein großer Fehler ist, mein Freund. Ja, Mann. Level 4 für Hubert. Und das Level ist auch nicht so geil, aber ist okay. Oh, und er ist geschwächt. Geil. Jetzt kommt noch die Bossmucke hier. Sehr cool. Okay, passt mal auf. Wir machen das jetzt so, ich töte den jetzt auf jeden Fall. So, wie sieht es mit Level Up aus? Sie hat Level 3, 4, 3, 2 nur, das ist echt schlecht. 2, 6, okay. 4, 3, 4. Also die meisten sind jetzt über 3. Wie ich es ja gerne haben wollte auch. Cool, du machst jetzt auch nochmal einen Angriff. Was? Warum hat sie zweimal angegriffen? Nein!
Weil er das Beil für ihn tötet. Warum hat es ihn zweimal angegriffen? Das war irgendeine Fähigkeit, glaube ich. Ich hätte nie auf diesen Idioten hören sollen, was für ein Fehler. Ja, okay. Hat sie wenigstens ein Level abbekommen, das ist jetzt auch ein Level 4. Trotzdem, das war für mich, Mann. Danke, dass du uns angeführt hast, Magister. Auch wenn ich vermute, dass es unmöglich war, gegen einen so vertrauten Gegner zu verlieren. Wie dem auch sei, irgendetwas an diesem Teil fühlt sich unerklärlich seltsam an. Abgeschlossen. Ja, 20 Züge ist jetzt nicht so geil, aber egal. Trotzdem haben wir es geschafft, ohne Verluste durchzukommen. Im First Try. Nice. Und Bernadetta hat ein Maximum. Ja, okay, weil sie hält es, ne? Das ist gut, weil die ist eh so ein bisschen zurückhaltend, ne? Also, alles richtig gemacht. Oh. Ich frage mich, warum du dich an diesen Ort erinnerst. Ja, ich mich auch, du. Du scheinst schwache Nerven zu haben. Jedes Mal, wenn ich etwas sage, erschreckst du. Was mache ich jetzt? Ich habe bisher immer irgendwie das Falsche geantwortet. Mache ich bestimmt jetzt auch wieder. Was mache ich jetzt? Ja, das ist halt so ein bisschen nicht selbstbewusst. Das ist keine Ahnung und das ist sehr selbstbewusst. Also ich glaube, das findet sie nicht geil, weil das so arrogant wirkt. Ich mach mal das. Bloß weil die Schlacht vorüber ist, musst du nicht gleich hier vorsichtig außer Acht lassen. Na, no, wie dem auch sei. Dieser Canyon fasziniert mich. Soweit ich weiß, warst du noch nie an diesem Ort. Wie überaus kurios, ob meine eigene Erinnerung vielleicht auf dich... Was soll ich nur davon halten? Da wären der Name und dieses unnatürliche Gefühl der Vertrautheit. Aber sonst kann ich mich an nichts erinnern. Doch mit jeder Vertrautheit ist auch eine Vielzahl an Gefühlen verknüpft. Freude und Trauer, Schmerz und Liebe. Alles, was dazwischen liegt. Falls ich tatsächlich schon einmal hier gewesen sein sollte, frage ich mich, was wohl geschehen sein mag. Magister, ich hatte schon nach dir gesucht. Es ist an der Zeit, ins Kloster zurückzukehren. Wir sollten uns auf den Weg machen. Die Zeit allein bringt Klarheit und eines Tages wird meine Erinnerung zurückkehren. Oh, vielen Dank. Aber du hast dir wohl... Was? Meinen Dank hast du dir bereits verdient. Die Banditen, die den Canyon heimsuchen, wurden da gar rausgemacht. Dein Dank? Warum? Ich weiß selbst nicht genau, weshalb ich Dankbarkeit dafür empfinde, aber es ist nun mal so. Na, wie dem auch sei. Wichtiger ist, dass du dich an mich gewöhnst. Jedes Mal, wenn ich spreche, vor Schreck zu Boden gehst, könnte ein ja, Problem werden oder so, ne? Wie war das? Du gehst doch gar nicht zu Boden. Das weiß ich doch. War doch nur ein Spaß. Ich bin doch so witzig. Ja, voll. Ich lach mich schlapp, ey. Während des Rückzugs hatte ich Gelegenheit, einen gründlichen Blick auf den roten Canyon zu werfen. Ist dir dort ebenfalls etwas aufgefallen, Magister? Ja, klar. Selbstverständlich, ich habe nichts anderes erwartet. Der Canyon war mit Ruinen übersät, eine seltsamer als die andere. Ihr architektonischer Stil ließ sich keinem Zeitalter und keiner Kultur des Kaiserreichs, ja ganz Frodlands, zuordnen. Das kann nur eins bedeuten, die Zivilisation in dieser Schlacht muss lange vor der Gründung des Kaiserreichs aufgeblüht und auch wieder untergegangen sein. Wer glaubst du, hat da wohl eins gelebt? Das wahrscheinlich. Womöglich gehören sie gar sogar zu einer anderen Rasse. Ich kann nicht reden hier, Mann. Vielleicht haben ihre Überbleibsel noch immer Einfluss auf diese Welt. Vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon? Ihr habt euch also der Banditen entledigt. Ich bitte dafür, dass ihre Seelen eine Lösung finden. Aber warum hatten sie es überhaupt auf die Studenten abgesehen? Wir sollten weiter versuchen, die wahre Ursache dafür zu finden. Willst du mehr erfahren, unterstütze bitte weiter die Studenten, um ihnen alle überflüssigen Ängste zu nehmen. Gut, ich habe hohe Erwartungen an dich. Übrigens, wie war es in Zalando?
Gab's da was Gutes zu essen? Ja, der Legende nach stieg in diesem Canyon in uralten Zeiten eine Göttin vom Himmel herab. Doch für eine himmlische Göttin war Zalando wohl nicht mehr als eine vorüberlegende Zuflucht. Was? Zalando? Vor langer Zeit wurde Cyrus der Göttlichen eine Offenbarung der Götter zuteil, eine Gabe, um den verlorenen Weg zu weisen. In ihrem himmlischen Königreich wacht die Göttin stets über Fodlen. Doch in uralter Zeit wandelte die Göttin selbst in dieser Welt, um ihren Bewohnern Erlösung zukommen zu lassen. Sie ist die Mutter allen Lebens, die Hüterin aller Seelen. Vater, wenn ihr erzählt. Ja, ich verstehe schon. Ich bitte dafür, dass du dich, während du hier bist, den Lehren der Cyrus widmest. Rhea, verzeih die Unterbrechung. Ich muss euch etwas wegen dieser Banditen fragen. Wie du wünschst. Wir werden unsere Unterhaltung bei unserem nächsten Treffen fortsetzen. Eine Göttin? Ich kann mich nicht daran erinnern, ihr begegnet zu sein. Allerdings kann ich mich grundsätzlich an gar nichts erinnern. Ah, wie lästig. Es fühlt sich an, als wüsste ich etwas. Und doch weiß ich nichts. Womöglich lebte ich in Zalando, als die Göttin dort war. Falls ja, was dann? Bin ich dann ein Geist? Ich weiß es nicht. Nein, das ist ausgeschlossen. Ich bin definitiv lebendig. Natürlich stellt sich ebenfalls die Frage, warum ich hier bei dir bin. Worin mag die Verbindung liegen? Unmöglich hält mich eine alte Schuld davon ab, diese Welt zu verlassen und zwingt mich stattdessen dir zu folgen. Nein, das ist ebenfalls lächerlich. Ich weigere mich an so ein nichtiges Schicksal zu glauben. Du weißt es nicht. Und wir wissen es auch nicht. Aber wir werden es bestimmt noch herausfinden. So, Kapitel geschafft. Das war's für Kapitel 2. Das war lang. Also der Kampf an sich ging jetzt eigentlich, aber das Vorgeplänkel dazu war extrem lang. Okay, weiter geht's. Part 1. White Clouds. Garland Moon. Mutiny in the Mist. Oh Gott, eine Nebelmission. Ah, da kann ich doch nicht. When the warm winds blow from the sea to the south of Adrastia, residents of Fodlan know that the rainy season is upon them. Before the heavy rains take their toll, young women hurry to pick the last of the white roses. The ivory buds are woven into garlands and given as gifts to close friends or potential lovers. Okay, cool. Ich mag diese Intros, die können uns immer was über den Monat und so sagen. Das ist ganz cooles Wissen. Mag ich, also es ist cool gemacht. Okay, wird nochmal die Schnellreise erklärt. Damit sind wir aber auch bestens vertraut. Also, auch nichts Neues. Es können neue Bereiche im Kloster erkundet werden. 200 Gold von der Kirche erhalten. Ja, geil. Ne, 2000 sogar, ne? Cool. Magis, es gibt eine neue Mission für deine Studenten. Wir erhielten Berichte, dass Viscount Lonato Truppen gegen die Heilige Kirche vor der Cyrus zusammenzieht. Wer ist nett? Lonato ist einer der untergeordneten Herrscher des Königreichs. Er ist der Kirche bereits seit einiger Zeit feindlich gesinnt. Eine Vorhut der Ritter des Cyrus ist bereits auf dem Weg zu seiner Festung. Schloss Gaspard. Die Armee von Viscount Lonato ist den Rittern nicht gewachsen. Wahrscheinlich wurde die Rebellion bereits eingeschickt. Strikt. Gleichwohl möchte ich, dass deine Klasse die Nachhut der Ritter bildet, um sich um die Nachwirkungen der Schlacht zu kümmern. Das Geschehen in Kriegsgebieten lässt sich nicht vorhersagen. Wir erwarten nicht, dass ihr kämpfen müsst. Seid aber auf das Schlimmste vorbereitet. Verzeiht, habt ihr nach mir geschickt, große Rhea? Das ist Catherine. Sie wird die Ritter anführen, die ihr mitleiten werdet. Schön, dich kennenzulernen. Wir haben viel von dir gehört. Frag einfach, falls du etwas benötigst. Sie ist eine unserer tapfersten Ritterinnen und das hat etwas zu bedeuten. Nur wenige Auserwählte erweisen sich als würdig für die Ritter der Cyrus. Bei dieser Mission werden die Studenten lernen, wie närrisch es wäre, ihre Klinge jemals gegen die Kirche zu erheben. Okay. Die ist dann wahrscheinlich so eine weiterentwickelte Einheit schon. Und ein NPC, hoffe ich doch. Keine Ahnung, wer das ist, also kriegt er nichts. Also ich gebe nur den Leuten was, die ich kenne. Online-Statistik, okay.
Ja, gut. Okay, ich würde sagen, wir haben einiges zu tun hier. Und ich kann Seminare halten. Ich kann alles machen gerade irgendwie, ne? So, aber es soll mal, wer soll ein Seminar halten? Alua? Nee. Catherine, die ist cool. Die wird Seminar halten, wenn die schon mal hier ist. Und zwar kann ich da vielleicht auch hingehen, oder? Das wäre cool. Ja, tatsächlich. Oh, nice. Es geht direkt voll ab. Voll cool. Also ich finde es auch cool, dass ich mich selbst quasi hochleveln kann. Sehr cool. Hä, was? Das war's schon. Ich bestimme selbst. Ja, ich wollte aber eigentlich noch das Kloster erkunden. Okay. Also man kann immer nur eine Sache machen, oder was? Das ist wichtig zu wissen. Okay, ich gebe mir mal Petra. Die hat auch Axt. Mit Faustkampf hat sie auch so viel. Okay, hier ist er halt C, hier ist überall E. Ich gönne ihr mal Faustkampf ein bisschen was. Okay, sehr gut. Da hat sie jetzt nämlich, da kann sie jetzt nämlich auch Faustkämpfe machen. Das ist ganz cool. So, und hier kriegt sie auch ein bisschen mehr. Habe ich noch was? Eine Unterrichtseinheit. Doch, komm, Verteidigung nochmal. Dann gönnen wir einfach mal. Perfekt. So, wer ist denn noch nicht so gut? Vendetta, Linnard. Machen wir mal sie. Ui, ihn, sorry. Ich sag's immer falsch. Wir könnten Bücher geben. Glaube, Vernunft. Ich glaube, hier ist Schwert ganz angemessen. Jo, das ist ja echt ganz gut. So, wir haben noch zwei Fähigkeitspunkte übrig. Wir können einfach mal hier ein bisschen was. Und dann vielleicht für die Vernunft. Zwischen Level up. Schön. Windallianz. Das ist ganz cool, weil da hat sie nämlich ein paar mehr Sachen, die sie machen kann. So, Hubert, was sieht bei dir eben aus? Wir haben noch Kaspar, aber da bin ich mir noch nicht sicher. Ich gehe mal zu Dorothea, weil sie ist im Kampf, was Schwert angeht, echt noch schwach. Deswegen gönne ich immer ein bisschen Schwert. Okay, das war schon mal ganz cool. Sie kann auch Bücher noch ein bisschen stärker kriegen. Das ist auch nicht schlecht. Ja. Der Rest wird fast eher nochmal auf Schwert gehen, weil da ist ja echt noch nicht so gut. Gut, dann waren das alle hier. Können wir noch Gruppenaufgaben machen? Okay, das bringt gerade gar nichts. Hubert und noch irgendwie, also zwei Sterne wäre schon ganz nice, aber es gibt irgendwie immer nur einen Stern. Edelgard. Okay. Ah, oh, Edelgard und Ferdinand kriegen zwei. Das, dann machen wir das mal. Ziele. Ja, die habe ich immer so ein bisschen im Blick. Das ist ganz gut. Wir gehen mal den Wochenunterricht. Darf ich was fragen? Ich bin ein echter Waffennarr, aber seit ich hier lebe, fällt es mir schwer, neue Objekte für meine Sammlung zu finden. Weißt du, wo ich hier außergewöhnliche Waffen finden könnte? Bitte Ritter, dir einiges zu zeigen. Fast das erste, oder? Wie wär's, wenn du zum Händler gehst? Haben die außergewöhnliche Waffen? Ich glaube, das hier. Oh, war falsch. Oh, fuck. Egal, trotzdem, wir haben einen neuen Dozentenrang. Nice, D. Damit kriegen wir jetzt neue Aktivitätspunkte und eine höhere monatliche Bezahlung. Wie cool. Die Leute nennen mich eine Diebin, aber nicht, weil ich Böses tue, sondern weil ich mich sehr schnell bewegen kann. Trainiere Schwert und Axt. Ich möchte auf Schwert, Bogen, um Dieb oder Assassine zu werden. Das passt zu ihr, glaube ich. Gerne. Gerne, Petra. Das finde ich eine sehr gute Sache. Okay, was ist hier? Lorenz hat Geburtstag. Wer ist denn das? Ich kenne dich nicht. Der Magister ist aber abenteuerlustig. Wieso steckt er ausgerechnet dich und mich in dasselbe Team? Ah, warte, findest du das scheiße? Ja, ganz genau. Ergebnisse oder nicht, aber ich finde, es ist eine schlechte Idee.
Ich hatte gehofft, wir könnten mehr schaffen. Dafür, dass wir nicht sonderlich gut zueinander gepasst haben, ist doch immer noch ein ganz akzeptables Resultat. Ja, als Beste. Ich glaube, der Rest war noch schlechter, ne? Mit einem Stern und so. Also, von daher, das geht schon. Okay. Die haben ja einfach alle ein bisschen noch Level-Ups bekommen. Das ist ganz cool. Ja. Gefällt mir. So, jetzt bin ich wieder hier. Ich werde jetzt mal erkunden gehen. Denn es gibt einiges zu tun. So, bist du außer... Was? Bittest du einen Studenten außerhalb deines Hauses um Hilfe, schließt sich dieser dir bis zum Monatsende in Schlachten und Missionen an. Jeden Monat kannst du immer nur einen Studenten um Hilfe bitten. Dieser Student erhält dann keine Erfahrungspunkte. Okay, das ist aber nicht rekrutieren, ne? Rekrutieren ist ja, dass die für immer bei uns sind. Okay, die können auch labern. Aber das machen wir alles im nächsten Part, Leute, denn der Part jetzt ist schon wieder vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und im nächsten Part gibt es dann wieder kurz ein bisschen was beim Kloster. Aber ich habe das Gefühl, es wird gar nicht mehr so lange dauern. Denn, ich meine, es gibt jetzt noch irgendwie eine Quest oder so, aber es ist nur eine und... Ja, es dauert, glaube ich, gar nicht so lange. Also, wir werden, denke ich, ein Part im Kloster verbringen. Also jetzt noch, ich meine, auch mit so anderen Sachen nochmal Lehrstunden und so ein Part. Und dann geht es im übernächsten Part mit dem nächsten Kapitel weiter, mit der nächsten Mission. Also, das ist, glaube ich, jetzt zu Anfang vor allem gewesen, dass es da so tutorialmäßig sehr viel zur Einführung gab. Und jetzt geht es dann langsam richtig ans Fire Emblem Gameplay. Ich freue mich, ich hoffe, ihr auch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.